die 18. Der nächste Prinz für mich war der Baumann. Prinzin, unvergleichlich. Also einer der besten Prinzen, die wir je gehabt haben. Und auch den kannte ich auch schon sehr lange. Und der dritte, der war eben für mich jetzt der Frank. Was ist der Frank? Weil der Frank ein Mensch aus dem Aachener-Leben ist und keinen Unterschied gemacht hat zwischen großen und kleinen Vereinen. Du hast ja einen neuen Prinzen, den designierten, schon bei dir gehabt. Wie ist so dann dein erstes Urteil? Ja, mein erstes Urteil ist, er ist ein sehr spontaner Mensch. Ich habe aber den Eindruck, dass man ihn nicht so lässt, wie er gerne möchte, sondern so aus dem Hinterhalt gesteuert wird. Das kommt aber wahrscheinlich daher, dass er eigentlich kein Karnevalist ist. Aber ich denke mal, der Appetit kommt ja mit dem Essen und ich denke, er kriegt ja Geschmack. Also er hat sich sehr gut präsentiert am Sonntag bei uns und ich denke, dass das wird und dass er erkennen wird im Laufe der nächsten Wochen, wo es lang geht und sich dann auch von einigen Leuten lösen kann, die ihm im Moment noch was vorschreiben. Du kannst ja mitreden in Sachen Prinz, du warst ja selber mal Prinz. Ich war 1988 Prinz in Geilenkirchen, ja, und war ein schönes Erlebnis. Also das war eigentlich der Abschluss meines karnevalistischen Lebens, aber man sieht sich ja immer zweimal im Leben, sagt man. Das stimmt. Was macht denn für dich, du bist jetzt wie gesagt seit 45 Jahren bist du im Karneval aktiv, was ist für dich das Reizvolle an unserem Brauchtum? Warum machst du es immer noch und warum hast du nicht irgendwann gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr? Also das habe ich doch des Öfteren schon mal gehabt, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich habe keinen Bock mehr. Das kommt aber dadurch, weil uns der Karneval durch behördlichen Maßnahmen immer mehr schwierig gemacht wird, auszuüben. Man hat nicht mehr das Urwüchs hier wie in den 60er und 70er Jahren, sondern man wird halt gemaßregelt. Ich kann da nur ein Beispiel geben. Wir trainieren in einer Halle der Schule Sandgolstraße, Bergstraße. Wenn wir da eine Veranstaltung machen müssen, müssen wir jedes Mal das Bauamt kommen lassen. Kostet über 300 Euro, um eine Genehmigung an der Veranstaltung abzuhalten. Dabei bleibt es aber nicht. Dann kommt Schankgenehmigung dabei und. Und wenn wir dann eine Veranstaltung halten, dann sind wir schon mal bei 600 Euro. Und das ist ein Haufen Geld. Und ihr macht viele Veranstaltungen? Wir machen viele Veranstaltungen. So, dass ihr also auch immer wieder... Und ich versuche auch jedes Jahr was Neues mir auszudenken. Zum Beispiel sind wir jetzt in diesem Jahr gestartet mit, wir suchen den Euregio-Star. Das war eine tolle Veranstaltung. Und wenn schon namhafte Gruppen wie Leo Colonia daran teilnehmen, dann weiß man, welchen Stellenwert das hat. Und das Schöne daran war, dass ich am Tag danach von vielen bekannten Kölnern Anrufe bekommen habe, warum haben wir nicht Zeit genommen? Ich habe gesagt, ja, weil euer Management nicht schlafen hat. Wir haben jeden angeschrieben, aber wenn die es nicht für nötig halten zu antworten oder meint, das wäre nichts, eure Schuld. Und ich habe für nächstes Jahr schon so viele Anmeldungen aus Köln von namhaften Gruppen, dass wir uns überlegen, das an zwei Tagen zu machen. Die Fidelen-Freunde sind ein Verein, die laut Arno im unteren Mittelfeld rangieren. Meiner Meinung nach sind sie auf dem Weg nach oben. Auch dank solch aktiver Menschen wie der Arno. Ich danke dir, Hassi, dass du da warst. Ja, ich muss dazu sagen, wir haben ja auch sehr viele Leute nach vorne gebracht, die im Aachener Karneval auf den Bühnen stehen. Alle Mann haben auch eine CD und die werden wir irgendwann in einer der nächsten Sendungen hier bei mir vorstellen. Ich danke dir herzlich. Vielen Dank. Einen schönen Restgeburtstag und eine schöne Fastelaufend. Vielen Dank.